Wir zocken heute Troubleshooter. Troubleshooter ist ein rundenbasiertes taktisches RPG. Vom Indie-Entwickler Dandelion ist am 31.12. letzten Jahres in der Early Access erschienen. Und ihr bekommt das auf Steam. Und ja, ich werde mir das Spiel jetzt auch mal geben. Ich konnte es bisher noch gar nicht anspielen und habe da aber Bock drauf. Kostet aktuell 20 Euro. Ich habe allerdings noch zwei Keys, die werde ich, wenn ich dran denke, in irgendeinem der nächsten Livestreams, donnerstags oder sonntags, dann noch rausrollen, wenn die keiner haben will. Dann packe ich das nochmal auf die bless-eu.de Community rein oder man kann mich auch anhauen. Unter Umständen habe ich noch Keys und gebe die dann eben raus. Aber warten wir jetzt erstmal ab. Wenn, dann kommt das zuallererst mal bei den Livestreams auf. Dazu muss man mich auch nicht followen oder abonnieren oder irgendwas. Das ist völlig egal. Es gibt keine Voraussetzung dafür, dass man die Keys erspielen kann. Einfach mitmachen, würfeln in den Livestreams und dann könnt ihr den Key haben. So, cool. Man sieht die beiden Server und auch die Antwortzeiten. Ping 133, 149, 232. Natürlich nicht mehr in Nordamerika. Autoset, Graphic Setting, nein, will ich selber machen. So, und jetzt habe ich das erste Mal auch Mucke. Ich sehe auch, dass das etwas leise ist. Ich mache die mal ein bisschen lauter. So. Zuallererst Option Check. Sound Effects mache ich immer ein bisschen runter wegen den Aufnahmen. UI Effects lasse ich, damit ich, dann habe ich gleich eine ein Gefühl dafür, wie laut die Musik ist, wenn das gleich laut ist. Video, Borderless Window, sehr löblich, war sogar schon drin und ist meine bevorzugte Art und Weise, Games zu spielen. Gerade mit Multimonitor ist das weitaus schöner, als wenn man Alt tappt und sich das Spiel dann vielleicht sogar noch minimiert. Passt. Lobby Cam Rotation. Brauche ich also nicht, brauche ich erstmal alles nicht. Ich checke mal erst die Optionen, ändere manche Optionen, wo ich weiß, ich will sie immer so haben. Und bei allen anderen Dingen spiele ich immer erst und danach kommt dann das Bedürfnis auf, vielleicht doch etwas anderes zu haben. Dann gucke ich wieder in den Optionen und suche genau nach dieser einen Funktion. So, Medium. 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 Natürlich maximal, bitte. Effect Lightning, Shadow Detail geht das noch höher? Nö. Okay. Save in Exit. Wobei, mich interessiert, was Auto Detect sagt. Okay, hier nochmal der Hinweis. Unterhalb des Hinweises, dass nach den optimalen Grafik-Settings gesucht wird. Und dass Troubleshooter eben noch eine Early Access ist und wir unerwartete Abstürze erleiden können. Das Beste ist, erfahren können. Und man sieht auch Dandelion hier in der domain.co.kr. Ist koreanischer Entwickler. Ja, Korea gut ab irgendwie. Also ballern viele Spiele raus mittlerweile. Und ja, irgendwie macht er nichts. Was natürlich eine wunderbare Idee in einer Early Access so eine Funktion zu nutzen. Aber wir warten noch kurz. Oh, hat er gemacht. Hat's auf High geändert. Nein, nein, wir nehmen Maximum. Wobei, Anisotropie auf 16 brauche ich eigentlich. Naja, machen wir es trotzdem mal. So, bisher noch nicht gespielt, wie gesagt. Wir legen jetzt direkt mal los auf normal und nehmen das Tutorial mit. Schön, dass man das überspringen könnte. Und ich bin mal gespannt. Ich habe schon ein paar Stimmen gehört, aber kann das Spiel selbst noch gar nicht einschätzen. Deswegen ist auch ein Titel in der angezockt Reihe. Und ich bin gespannt. Einige hatten moniert, dass das Ziehen so lange dauert. Das war das Einzige. Also, dass man eine Aktion auswählt und es dauert dann eine Weile, bis sie ausführen.
Ich habe es nicht weggeklickt, das war jetzt, ging einfach von alleine weg. Okay, wir sollen die Ordnung wiederherstellen. Scheint hohe Verbrechensraten zu geben in dieser Stadt. Und ja, die Bürger der Stadt, die haben sich schon so dermaßen dran gewöhnt, dass sie nur von Verbrechen umgeben sind, dass es sie schon gar nicht mehr interessiert. Okay, wir haben den Kontakt verloren mit einer der Einheiten, die vorausgeeilt ist. Okay, Troubleshooter sind auf ihrem Weg. So, 20 Minuten Ankunft. Okay, wir fahren mit der Mission fort wie geplant. Okay, suchen Kriminelle. Okay, alle Feinde aus dem Verkehr ziehen. Machen wir. So, das lese ich mir ganz kurz durch und dann machen wir eine ganz kurze Zusammenfassung dessen, was hier steht. Jo. Ist nichts Außergewöhnliches als das, was wir aus klassischen, rundenbasierten RPGs kennen. Okay. Erinnert mich auch ganz stark natürlich an XCOM. Hinweis darauf, wir haben Action Points. Mit den Action Points können wir ziehen. Zwei Stück haben wir und wir verbrauchen eben pro Aktion eben Action Points. Okay. So. Die zweite Bewegung kann höchstens die Hälfte der Distanz der ersten Bewegung zurücklegen. Ah, das ist auch interessant. Heißt, wenn ich bei der ersten Bewegung 4 Blöcke gelaufen, kann ich noch 2 laufen. Bin ich 3 Blöcke gelaufen, kann ich noch 1 oder vielleicht 2 laufen, je nachdem, ob sie aufrunden oder nicht. Aber sollte klar sein, ne? Auch interessant. Ja. Das erinnert mich irgendwie an einen 80er-Film, weiß auch nicht. Und natürlich erinnert es auch an Shadowrun. First and second rooms can be taken all one turn, okay. Also wir dashen, weil wir so eine große Distanz auch zurücklegen. Ja, da sind wir ein bisschen in Deckung, mit 20% wird das Ausweichen erhöht. Ja. Dass es aussieht wie eine ukrainische Flagge, das ist ja das Anzeichen dafür, dass wir eben ein bisschen in Deckung sind. Na, ist auch gut. Okay, High Cover, 40% Ausweicherhöhung. Okay. Wenn wir das hier sehen, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass sich Feinde nähern oder in der Nähe sind oder ankommen. Okay, ich verstehe, was die Leute meinen, wenn sie meinen, es dauert zu lange, bis sie ziehen. Es gibt halt immer so eine kurze Verzögerung. Bisher finde ich es nicht störend, aber ich habe noch nicht lange genug gespielt, denke ich. Okay, mit Alt. Ein- und ausblenden. Wobei, jetzt ist es einfach so verschwunden, glaube ich. Non-Battle Status.
Okay, das sind verschiedenen Wahrnehmungsstatus, den die einzelnen Gegner haben. Und ja, der geht von Standby bis eben hin zu Watch. Und ich denke, umso aufmerksamer sind sie, umso höher ist auch die Sicht über die Bewegungskästchen hinweg. Und es wurde auch nochmal erwähnt, dass sobald wir eigentlich in Sicht von einem Gegner sind, alle umstehenden Gegner uns auch entdecken. Okay. Genau, wenn Feinde in der Nähe sind oder in unserer Sichtweite, dann tauchen die hier in dem Turn mit auf. Genau, und das hier ist die Markierung für die Sichtweite, die sie haben. Und die sind in diesem, ich glaube, das ist dieser Patrol-Modus, also der mittlere. Das ist auch cool, weil wir können es dann auf die Art und Weise erstmal ranpirschen. So, Overwatch-Ability. Cool. Das ist geil. Wenn man das aktiviert, wenn man das aktiviert, dann greift er den ersten Gegner an, der, und das will ich jetzt gerade rausfinden, in den Bereich kommt, den ich anklicke. Das heißt halt Use Overwatch Ability. Ich kann aber eigentlich nicht mehr machen. Also ich wähle das aus. Ah, ich muss doppelklicken offenbar. Ah, okay. Rein, rauszoomen. C und G. Mausrad wäre auch eine Option, aber gut. Vielleicht gibt es keine Mausräder in Korea. Mausräder wurden in Korea verboten. Und die Leute alle dann so eine komische Mausraut, Hornhaut auf dem Zeigefinger haben. So. Die haben halt ihre taktischen Dialoge, einfach Standard, was man auch in Serien schon gar nicht mehr wahrnimmt. Wenn sie dann die Räume klären und alles. Oh nein. Ein Mädchen mit einem rosa Rucksack. Nachts. Hat sich viel Mühe gegeben, um da irgendwas wie eine Story aufzubauen. Völlig wertungsfrei, das meine ich ernst. Aber ich weiß nicht, ob man das braucht. Also werden wir mal sehen, ob das später auch noch weiter so geht. Antenne Zeit und Airmailburg, ja, normal. Okay. Wenn wir die Sicht in die Reichweite des Gegners gehen, dann werden alle umliegenden Mitstreiter von uns auch versuchen, dann trotzdem noch in Deckung zu gehen, wenn sie entdeckt werden. Also, ne? Wenn wir in Sichtweite gehen, versuchen die in Deckung zu gehen. Gucken wir mal, wie sich das auswirkt, wie das aussieht. Okay. Wir können Zivilisten retten, indem wir uns hier annähern. Okay. Das sind mehrere Zivilisten. Ich glaube, ich bin jetzt relativ frei in dem, was ich tue. Hier drüben habe ich ja zwei. Hier, glaube ich, reicht das mal einer. Lass ich mich jetzt den annähern. Yo, something's wrong. So, das Mädchen ist noch. Und dann hätte ich gerne mal bald einen Kampf.
Ist zwar alles noch vollgeführtes Tutorial. Aber das ist nicht schlecht, zumindest am Anfang ein ausführliches Tutorial zu haben. Okay. Linksklick, Ability Button und Aim Mode. Aim Mode. Okay, was ist Aim Mode? Heißt es, mit Space angreifen oder halt eben mit einem weiteren Linksklick. SP. SP-Leistung. Okay, die SP verstehe ich noch nicht so zu 100%. Da scheint es mehrere Abhängigkeiten zu geben. So, nochmal A-Mode. Mit Tab können wir durch die Gegner durchswitchen. Zumindest alle, die wir jetzt gerade sehen. So, Secret Hurdler. Wäre sogar Feuer dran noch. Heißt nicht viel, aber vielleicht bekommen wir doch noch irgendwie eine überraschende Gelegenheit, ihn Feuer anzugreifen. Jo, Mädchen gerettet. Die Übersetzung ist nicht ganz so dolle, aber ist ja auch noch eine Early Access und dann von Koreanisch auf Englisch ist halt auch immer manchmal etwas schräg. Wobei die Koreaner ja mittlerweile eigentlich auch ein recht langes Verhältnis haben mit englischsprachigen Menschen. Also vor allem USA natürlich. So, Flank Exposed. Units indicated with bla 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 on the cover stays. Okay. Ja, sieht schlecht aus bei uns. Critical Hit erhöht sich. Wir sind hier komplett frei, das meinen die mit. Da ist die Flanke aber komplett offen. Ist die Frage, ob ich nicht da irgendwo hinten dran gehen könnte. Sieht auch da nicht gut aus, weil er mich da wahrscheinlich trifft. Genau, hier wäre eine sehr gute Position. Aber ich kann aber nicht raus, oder was? Soll ich jetzt einmal angreifen? Ja. Machen wir das. Verstärken scheint auch noch zu kommen. Und leider bei den Gegnern. Wobei für uns, wir warten ja auch noch drauf eigentlich. Per Escape kann ich überspringen. Dann können wir erstmal die Dialoge wegklicken, weil vom Storygehalt oder von Dialogen her ist es jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. Okay, jetzt können wir frei agieren. Das gefällt mir sehr gut. Stand by. Nächste Runde ist dann eben die Wartezeit kürzer. Man wird also vermutlich höher angesiedelt, besser angesiedelt. Haben wir mal Zeit, uns mal ein bisschen die Skills anzugucken. Was haben wir hier oben? Character. Ah, okay, so sieht das aus. Level 5 VHPD Suppressor. Race Mastery Human. Vigor. Schusstraining. Und Company Mastery, Guardian of the Law. 25%. Wenn wir Gegner angreifen, die einer kriminellen Organisation zugehörig sind. Treffe ich den von da? Nein. Ja, nichts mit frei. Ich muss noch machen, was das Tutorial sagt. Aber völlig okay. Genau, das habe ich schon gesehen.
Was wir beide nutzen, das zeigen sie uns im Grunde genommen jede Ability. So, ich habe jetzt erstmal die Dialoge übersprungen. Also kein Fehler im Spiel selbst. Und da sind die Troubleshooter. Und das sind eigentlich die Leute, die wir dann auch repräsentieren werden. Ja, Troubleshooter Albus, Joint Action, Apprentice Troubleshooter Sion und Heldin Irene. Okay. Das war erstmal so die Einstiegstutorials 20 Minuten Sequenz zu Troubleshooters. Und ich finde es auf jeden Fall interessant genug, damit ich es so, dass ich es auch weiterspielen werde. Ist eine angezockte Reihe, ist eine Early Access. Ich denke, wir haben jetzt hier noch nicht wirklich viel Aussagekräftiges gesehen. Zumindest mal einen kleinen Geschmack davon bekommen, was in Troubleshooters so abgeht, aber noch bei weitem denke ich nicht, was wir noch dann vielleicht in Zukunft hier sehen in dem Spiel. Das werde ich jetzt noch ein paar Episoden mit Sicherheit mir noch anschauen und da es eine Angezockt-Reihe ist, wird das dann entsprechend auch auf dem Kanal in der Angezockt-Playlist zu finden sein. Und ich danke euch fürs Reinschalten. Das war Troubleshooters in der Early Access. Gibt es auf Steam für 20 €. See you next time.